Herr Scholz führt aus, es habe keinen Einfluss auf das Steuerverfahren gegeben, aber es gibt doch zumindest eine Indizienkette, die mir große Kopfschmerzen bereitet. Denn erstens haben wir ja hier im Ausschuss die Frage gestellt, ob es solche Treffen mit Herrn Olearus gab. Und die Interpretation von Herrn Scholz, er habe darauf gar nicht geantwortet, die ist ja schon schlimm genug. Aber auch die ist nicht zutreffend, denn er hat gesagt, es gibt nichts über das hinaus, was zum damaligen Zeitpunkt in der Presse stand. Und das war eben nur ein Treffen mit Herrn Olearus am 10. November 2017, übrigens am Tag der Zustellung, der Weisung des Bundesfinanzministeriums, wo sie Hamburg zwingen mussten, Millionen Steuergelder nicht in die Verjährung zu schicken. Insofern hat Herr Scholz für mich klipp und klar die Unwahrheit gesagt, denn er hat gesagt, es gibt nichts außer das, was bereits in der Presse steht. Zweitens hätte er diese Treffen ja offenlegen können, wenn da nichts war. Er hat aber offenbar auch ein Papier entgegengenommen und Herrn Olearus aufgefordert, dies ohne Kommentar an Herrn Tschentscher, den damaligen Finanzsenator, weiterzuleiten. Da frage ich mich, wenn so etwas das Finanzamt entscheidet, warum sagt Herr Scholz nicht, ich bin ja nicht die Post, wenden Sie sich direkt an das Finanzamt. Und drittens mussten wir ja erfahren, dass es zwei solcher Vorgänge gab um die Weisung, also einmal im November, dann ein Krisentreffen mit dem Bundesfinanzministerium, wo die Hütte brannte, weil Hamburg sich weigerte, das umzusetzen, und dann einen erneuten Vorgang. Und ich frage mich allen Ernstes, ich glaube nicht, dass eine Finanzbeamtin der Stadt Hamburg im Alleingang sich widersetzt, Steuermillionen für Hamburg nicht in die Verjährung laufen zu lassen, ohne dass es dafür politische Rückendeckung gab. Das ist überhaupt nicht vorstellbar.